Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich jeden Mittwoch mit euch mal darüber sprechen, was uns morgen Neues in GTA Online erwarten wird. Und das ist eine ganze Menge, denn schließlich ist morgen... Na, wer weiß es, stimmt mal oben rechts auf der Infokarte ab, was für ein Event ist morgen. Es ist natürlich Halloween und damit gibt es auch wieder das jährliche Halloween Special. Bevor es aber losgeht mit dem, was uns beim Halloween Special erwarten wird und allem weiteren, möchte ich mal darauf aufmerksam machen, dass es im Moment in meinem Merch-Shop einen fetten Halloween-Rabatt gibt. Und zwar könnt ihr bis zum 3.11.2019 15% Rabatt auf alle Dinge im Shop genießen, darunter Hoodies, Turmbeutel oder T-Shirts. Wenn ihr euch da was gönnen wollt, checkt den Link in der Beschreibung auf jeden Fall mal ab. Und übrigens, die Sommerkollektion ist nicht mehr lange erhältlich, also schnell zugreifen. Ansonsten würde ich sagen, wir labern jetzt gar nicht mehr ewig herum, sondern wir beginnen jetzt auch direkt mal mit dem Video. Let's go! Zunächst einmal werden wir morgen natürlich diese ganzen Standard-Eventwochen-Sachen erhalten, darunter ein neues Podiumsfahrzeug, neue Rabatte, einen neuen Casino-Shop und neue Doppelgeld- und Doppelt-RP-Missionen. Zudem wird es natürlich neue Halloween-Inhalte geben und an der Stelle kann ich schon mal ankündigen, dass ich auch morgen, also am Donnerstag, um 14 Uhr wieder einen Livestream starten werde, wo wir uns alles Neue vom Halloween-Special anschauen werden. Also schaltet auf jeden Fall ein, 14 Uhr geht's los. Aber was bekommen wir denn jetzt morgen? Naja, zunächst einmal kommen die alten Halloween-Inhalte zurück, darunter die Sanctus, der Lurcher und der Frankenstench. Diese drei Fahrzeuge. Zudem werden die Masken von Halloween zurückkommen. Ob es neue gibt, kann ich euch nicht sagen. So viel ich weiß, sind im Coding keine neuen mehr vorhanden. Dafür gibt es morgen aber auch ein neues Fahrzeug. Und das ist entweder der Vapid Peyote Gasser oder das Western Rampant Rocket Bike. Aus Erfahrung muss man sagen, dass morgen höchstwahrscheinlich der Gasser für 805.000 GTA-Dollar von der Seite von SouthernSanitarySuperHouse.com erscheinen wird. Meines Erachtens passt das Rocket Bike für 925.000 von Legendary Motorsport jedoch deutlich besser zum Halloween Special. Vielleicht tauscht Rockstar Games hier auch etwas oder es kommen beide Fahrzeuge. Laut Reihenfolge müsste morgen allerdings der Gasser erscheinen. Aber das ist nicht das Einzige, was uns morgen Neues in GTA Online erwarten wird. Außerdem werden wir nämlich noch den neuen Alien-Überlebenskampf erhalten. Zudem wird es garantiert irgendwelche Geschenke geben, wie irgendein Halloween-Schreckens-T-Shirt, keine Ahnung. Vielleicht auch neue Masken, man weiß es nicht genau. Und eventuell könnte Rockstar Games hier auch die Peyote-Pflanzen für den Online-Modus endlich freischalten. Ich konnte mir gut vorstellen, dass so eine Peyote-Pflanze zu Halloween passt. Mit dem Halloween-Wetter und dann da irgendwie vielleicht als Rabe oder so durch Los Santos fliegen, ist schon ziemlich nice. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze eben auch morgen erscheint. Dafür will und kann ich vor allem meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, morgen wird es natürlich auch das Halloween-Wetter in GTA Online geben. Das ist ein ziemlich krasses Wetter, sieht ziemlich interessant aus. Und über die Rabatte und Doppelgeld-Doppelt-RP-Aktionen kann man eigentlich auch sogar schon eine Vorhersage treffen. Und zwar würde ich mal davon ausgehen, dass es so sein wird wie die letzten zwei Jahre auch, dass es Doppelgeld-Doppelt-RP auf alle Halloween-Modis gibt, darunter Schlitzer, Slashers, Lost vs. Damned, Condemned, Come Out to Play und Beast vs. Slasher. Also mal eine kleine Ansprache an alle Schlitzer-Fans, darunter auch ich. Ab nächster Woche, beziehungsweise ab morgen, können wir wahrscheinlich eine Woche lang Doppelgeld und Doppelt-RP auf meinen oder unseren Lieblingsgegner-Modi erhalten. Schreibt an der Stelle doch mal in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Halloween-Modus in GTA Online? Schließlich gibt es hier schon relativ viele. Neben Geld verdienen können wir natürlich auch Geld sparen und zwar wird es vermutlich wieder Rabatte auf die alten drei Halloween-Fahrzeuge geben, also auf die Sanctus, auf den Lurcher und den Frankenstench. Denn letztes Jahr zum Beispiel haben wir 35% Rabatt bekommen, mal gucken, was Rockstar Games dieses Jahr macht. Nun gut Leute, das war im Prinzip jetzt auch schon das gesamte neue Video über das Halloween Special, was morgen erscheinen wird. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit all euren Freunden auf Facebook, Twitter, WhatsApp, was auch immer. An der Stelle bin ich jetzt auf jeden Fall raus, checkt auf jeden Fall mal meinen Merch-Store ab und schaut mal auf Instagram vorbei, dort heiße ich Julex_YT und jetzt bin ich raus, haut rein, bis bald und Peace. Can I be